Moin Super Marillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Rapsplay und gerade zwischen den Folgen hat Mosh etwas entdeckt und zwar den Easy Crafting Table. Wenn man da draufklickt, dann kann man hier alle Sachen craften, wofür man die Materialien hat. Akazientisch, guck mal hier, Eichenholz, Gemälderahmen, Mixing Bowl, Mortar and Pestle, was haben wir hier? Ein Stammdreher. Woraus werden denn Gravestones gemacht? Kann man das irgendwo sehen, woraus das gemacht wird? Ich kann hier per E-Knopf Grave. Gravestone. Ah, guck mal, wenn du links auf Search gehst, dann hast du alle Sachen. Dann hast du alle Sachen und alles, was grün ist, kannst du craften. Eine Bruchsteinmauer zum Beispiel. Weißstaub-Bambustür. Zusammenklappbarer Block des Zimmermanns. Was? Ja, man kann ein Grave craften. Ja, ich meine, woraus ist das? Bruchstein, Pflasterstein. Oh, jetzt habe ich ganz viele Blöcke des Zimmermanns gecraftet. Ich will mal gucken, was das ist. Ja, cool, da kommst du auf Sachen, auf die kommst du normalerweise nicht. Von daher ist es. Was kann das hier? Kann das nix? Was ist denn ein Quern? Nehme ich mal. Wo hast du den denn gefunden? Ja, ich habe einfach Table eingegeben in der Suche. Table. Dann ganz oben links Easy Crafting Table. Pottery Table, Auto Crafting Table. Dafür brauchen wir Redstone. Ja, einfach gemacht. Cool. Ja, geile Sache, Alter. Ein Redstone braucht man dafür. Auto Crafting Table. Habe ich noch Redstone? Ich habe hier welches. Ich habe auch hier. ganz Komm her. Viel. Komm her. Dann gib mir mal ein bisschen was. Ja. Muss nicht weglaufen. Geil. Okay, mach mir erstmal ein paar schöne Sachen hier. Gerne. beziehungsweise, ich baue mir auch mal so ein Ding. Ja, ich baue mir auch mal einen unten in die erste Hütte. Ins erste Zimmerchen. Und dann gucke ich einfach mal, was ich hier dann noch mache. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das erste Stockwerk fertig kriege. Wie macht man den denn? Moment. Redstone, Werkbank. Und ein Buch. Das heißt, ich muss mir noch... Ah, ich habe ja noch eine Werkbank. So. Redstone, Werkbank... Ein Buch, Alter. Wo kriege ich denn ein Buch her? Papier, Burlap. Papier und Leder. Ich habe gar kein Papier. Wo kriegt man das denn her? Siehst du diese Zuckerrohr... Warte mal, ich muss mal kurz raus und noch mal rein. Weil ich habe so einen Bug. Ah, ja. Okay, bin wieder da. Zuckerrohrpflanzen. Ja, Zuckerrohr, das sind diese grünen, bambusartigen Gewächse, die bei uns, die wir da hingestellt haben. Da kannst du den zweiten Block von abbauen und dann wächst es halt immer wieder nach und daraus kannst du. Wo denn machen. An welcher Stelle? Dann neben der Brücke bei Mosh an dem See. Bei Mosh am See neben der Brücke. Direkt am Wasser an den Blöcken ist so ein Bambuszeug hier. Zuckerrohr. Zucker, genau. Davon nimmst du drei in eine Reihe und dann kriegst du ein paar Blätter Papier. Okay. Ich hab mir jetzt ein paar. Ernte ist ab. Zuckerrohr, nice. Papier, nice. So, also. Ich hab deinen Schüssel noch. So. Komm her hier. Drei in einer Reihe. Ah. Okay. Hab mir ein bisschen Papier gemacht. So, und jetzt brauche ich. Für das Buch brauchte ich ein Leder noch. Okay, ich gehe mir mal ein bisschen Leder holen. Leder 26. Ich mache mir jetzt so viele Möbel mit diesem Easy Crafter. Ist schon geil, oder? Ja. So, ich gebe noch mal ein Table. Easy Crafting Table. So, Buch. Auch drei Blätter und ein Leder. Und ein Leder. So, jetzt habe ich ein Buch. Jetzt bin ich voll. Muss mal hier was wegpacken. Alle meine Truhen sind voll. Was mache ich denn hier? So, ich habe ein Buch. Brauche ich, glaube ich, ein Buch. Redstone. Werkbank. Easy Crafting Table.
Nice! Mein eigener! Bang! Fett! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Ist jetzt alles, was ich craften kann. Wie nice ist das denn? Akazienbücherschrank. Ey, ich habe mir einen Rucksack gemacht, Leute. Und der geht? Oh. Aber ich bin nur vom Server geflogen, nicht aus dem Spiel. Okay. Der Rucksack ist weg, übrigens. Ja. Scheiße. Geht nicht. Ich hatte auch mal im Game Mod geguckt und da ist eine extra Sparte mit Backpacks und da werden Scheiße, ich hab mir so keine Buch angezeigt. Gemacht. Also es muss irgendein Modfehler sein. Also. Schade. Ey, warte mal. Das Redstone-Buch wird in Kombination mit einem Bücherschrank verwendet, um ein Redstone-Signal auszusenden. Wenn in einem Bücherschrank platziert, wird ein Redstone-Signal zu allen Seiten außer der Vorderseite entsendet. Was? Das heißt, es leitet Elektrizität. Ja, ich habe aus Versehen jetzt so ein Redstone-Buch gemacht. Mann, ich wollte sowas nur angucken und dann. Oh, egal. Ja, wie fett. Was ich jetzt alles hier machen kann. Was ist denn ein Stammdreher? Was ist denn ein Redstone-Verstärker? Ein Juicer. Mixing Bowl. Was macht man denn mit der Sense? Das habe ich mich auch schon gefragt. Die habe ich auch, ist vielleicht. Status-Upgrade. War's oder so, dass man da Seeds rausbekommt? Eventuell. Weiß nicht. Geh mal aus. Ich habe mir einen Werkbank-Rucksack gemacht. Ja, oder auch nicht. Hey, warum kann man denn keine Rucksäcke machen? Ja, weil's. Toll, jetzt habe ich Mortar und Pestile für bekommen. Der Rucksack ist weg. Leck mich doch am Arsch, ey. Keilförmige Rampe des Zimmermanns. Luke des Zimmermanns. Du Scheiße, ein Komposter? Was ist denn ein Status-Upgrade? Close Full Storage. Keine Ahnung. Kann damit gar nichts machen. Status-Upgrade, was? Host Full Storage. Status-Upgrade. Kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Ja, das würde ja heißen, dass man das vielleicht. Upgrade-Template habe ich ja auch. Warte mal, vielleicht muss man das auf eine Kiste machen? Nee. Use an Enchantment Table. Dieses Table Upgrade hast du gerade, oder was? Nee, ich hab Status Upgrade. Und Upgrade Template habe ich ja auch. Ich dachte, vielleicht kann man das an eine Kiste machen. Und dann dann zeigt er an, wie voll die ist. Weißt du? Ja. Mhm. Upgrade Template. Storage Drawers. Vielleicht brauche ich dafür so ein Storage Drawer. Oder so ein Regal halt, irgendwie sowas. Mach mir jetzt erstmal eine Säge und dann kann ich ganz viele Sachen. So ein Ding hast du ganz, ganz oben bei dir. Also der vorletzten Etage. Wo du das dran machen kannst. Glaube ich. In der vorletzten Etage, ja? Ja, fast ganz oben. Ja, hab ich hier da reingesetzt mit Essen drin. Ich geh mal schauen. Ja, geh mal gucken. Mit Essen drin? Wie viel passt denn da? Die Arbeiter da oben nicht verhungern. Das ist so ein Ding, da kannst du halt zwei Sachen reinmachen. Aber dafür kannst du von den zwei Sachen bis zu 8 Stacks, glaube ich, jeweils reinmachen. Das heißt, warte du kannst mal. Hä, ich habe gerade auf den Boden gehauen und auf einmal kam. Was zu essen raus. Ja. Ja. Ja, nice, dann esse ich das doch jetzt mal. Du hast auf den Boden gehauen. Da kam was zu essen raus. Erklär mal. Nee, also hier ist so eine Kiste.
Ah, warte mal, jetzt habe ich so ein Update gemacht. Ich konnte das hier benutzen. Jetzt ist das hier. Ich weiß aber nicht, ob es sich jetzt irgendwas getan hat. Das ist ja wie so ein Spender oder was? Ich hau da drauf und dann kommt Essen raus. Ah, und unten rechts steht, wie viel da drin ist. Das ist ja crazy. Mit dem Basie in der Hand zu crazy ist der Mann. Boah, ist das verrückt hier jetzt. Das eröffnet ja jetzt hier ganz neue Welten mittlerweile. Mhm. Plattenregal. Tropenholzschildchen. Plattenregal nehme ich nochmal. Scheiße. So, ich gehe jetzt erstmal nach unten und mach mal mein Zimmer hier weiter. So, was ist denn hiermit? Weiß ich nicht. Hattest du noch Marbel? Ja. Bring dir. Bring mir, Brudi! So. Wo bist du? Ja, im ersten Stock. Ich find's immer cool, dass sich erster Stock auf Erdgeschoss reimt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So. What's are doing there? Er marbelt. I'm marbling. Nice. So, dann marbelst du mal den Rest hier noch voll und dann... So viel habe ich leider nicht mehr. Mein Marbel ist jetzt aus. Nee, ich habe noch Marbel. 25, reicht das? Aber ich gehe mal wieder zurück zu meinem... Oh scheiße, das war das Falsche. Easy Crafting Table, den möchte ich mal ein bisschen... Da möchte ich ein bisschen mit rumprobieren. Da, okay. Da. Jetzt ist mir das Tropenholz ausgegangen, glaube ich. Tropenholz, Fichtenholzstufe, zusammenklappbarer irgendwas. Oh Mann. Scheiße. Muss immer noch ein bisschen Tropenholz holen gehen. Und die Decke muss ich ja auch noch machen. Wie mache ich denn die Decke mit Marbel? Würdest du auch mit Holz machen? Auch mit Holz? Ja. Okay. Vielleicht ein anderes? Ein anderes? Ja, ein helles vielleicht, Birkenholz oder so. Ja, wo soll ich denn jetzt Scheißel bearbeitet? Wo soll ich denn jetzt Birkenholz herkriegen? Mosch? Ich habe Planks, glaube ich, noch. Aber ein Settling hast du nicht, oder? Birken stehen hinten auch noch. Wo? Wo denn? Hinter unserer kleinen Brücke da. Muss mir erstmal. Der kleine Holzweg. Wenn ich mir. Farme mal ein bisschen Birken. Ich habe auch noch, ja, wie gesagt, Planks halt. Holzplätze. Hast du die Birken dahin gepflanzt? Sehr gut. Fichtenholzschildchen. Oh, ja, ich habe diesen blöden Zimmermannsblock dabei. Oh Mann, ich drücke ja immer E, weil ich hier wegklicken will. Ja, denn da kommt da oben immer E, genau. Das ist mir auch schon passiert. So, Erde habe ich hier kein Holz mehr, sag mal. Irgendwas, Eichenholzbretter. Das ist doch scheiße. Auch keins mehr. Verdammte Kacke. Meistens einfach mal Zeug, was ich nicht brauche, hier in so eine Kiste. Zum Beispiel Marble werde ich noch brauchen, das kann ich essen. Das da kann weg. So, Key, das da. Hornstein. So. So, die behalte ich mal. Das kann weg. Die kann ich essen. Okay.
So, ich gehe jetzt mir Truppenholzfarm und Birkenholz. Birkenholz bin ich schon dabei. Okay, dann gehe ich zum Truppenholz. Ja, Tropenboy. Ja. So. So, Truppenholz. Das sieht doch nach truppigem Holz aus hier. Gut, dass ich eine Holzaxt dabei habe, weil ich so viel Äxte habe. Braucht zwei Jahre, aber man darf hier nichts verschwenden, ne? Mhm. So ist es. So. Das Geile am Tropenholz ernten ist ja, man kann so die Ranken hochklettern und dann von oben sich einfach ganz runter boxen. Genau. Nimm aber die obersten Blöcke noch mit, an die du dann nicht mehr kommst. Du musst du dich nochmal ein Stück hochbauen. Ja. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ganz bis zur Baumkrone, bis zum Blätterdach hochkletterst, ja, dir dann da zwei Blöcke kaputt haust, was ja ein bisschen länger dauert, weil du da an den Lianen hängst. Und dann kannst du ja noch ein bisschen nach oben was wegschlagen, aber dann musst du dich nochmal so 3-4 Blöcke hocharbeiten mit irgendwas anderem, damit du auch an die obersten Blöcke kommst. Warum kann ich hier nicht hochhüpfen, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Ah. Jetzt. Ich komm nicht. Ah, oh, fuck! Oh, oh Gott. Ich kann nicht. Ich komm nicht auf den Baum drauf. Der will nicht da reinhüpfen. Du musst halt zwei Blöcke wegschlagen. Ja, hab ich gemacht. Ne? Hab ich gemacht. Noch Platz da oben habe ich, aber irgendwie will er nicht über die Kante hier. Mhm. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Ob ich dich irgendwo sehe. Ich komme. Das kann doch nicht sein. Oh, ist das schwer hier zu balancieren. Seh dich nicht. Ach so, warte mal. Der erste Block hier hat. Der hat. Warte mal. Was will der denn jetzt hier machen? Hör mal auf damit. So. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg nach oben wieder, auf dem Baum. Da neben der Wüste links direkt rein. Ich sehe dich, ich seh dich. So. Hier schießt jemand auf mich. Wo ist das Kackskelett? Find's nicht. Muss ich mich nach oben bauen. Ich stecke hier mitten in den Baumkronen. Ah ja, okay. Gut, jetzt kann ich mich komplett nach unten bauen. Hier schießt doch irgendjemand auf mich. Ich höre doch die Pfeile. Wo ist er, der Sack? Wart ab, bis ich da unten bin, ey. Dann bringe ich den mal aufs Dach. Was liegt denn da unten? Wo ist der Penner? Der muss doch hier irgendwo im Schatten stehen. Hä? Skelett? Ja, hier muss irgendwo ein Skelett sein, aber ich weiß nicht wo. Madagaskar-Palme. Keine Ahnung. Ja, mitten am Tag. Ja, aber hier schießt ja jemand mit einem Bogen auf mich. Oder Mosch ist das oder so. Ich weiß es nicht. Nee, ich bin bei mir zu Hause. Na gut. Ich glaube, Truppenholz ist ganz schön hart, oder? Ach scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Wolltest du mich jetzt abknallen? Habe ich versucht, ja. Echt, warst du das? wo bist du denn? Seh dich ja gar nicht. Ich bin ein Ninja. Unsichtbarer Ninja. Nice. Eichelholz, cool, nehme ich auch mit. Bitte auf Eichelholz zu sagen. So, ich benutze jetzt meine Diamantaxt. Das klingt wie eine Krankheit. Also nein. Wenn du so zum Hautarzt gehst, so, oh, Herr Arzt, ich habe Eichelholz. Was redest du denn da? Oder Hornstein. Ja. Das klingt auch irgendwie so, als wenn du eine Hautkrankheit hättest. Ja, ja. Sie haben Hornstein. Alter, ist die Diamantaxt geil. Hast du die angemacht? Ich hatte die noch. Ich habe die doch mal in Atlantis gefunden, glaube ich. Alter. Verzaubert? Nee.
Solltest du machen, das lohnt sich bei einer Diamanthacke halt Ich auch. habe aber Was keine hast du für ein Verzauberung. Level? Was hast du für ein 5. Level? Oh, das reicht nicht. Nice. Alter, der ist hoch, da will ich hin, hier. Hier, oh Scheiße. Hier will ich hoch. Ach du Scheiße, ist das hoch. Oh fuck. So. So, nach oben abbauen. Weiter geht nicht. Nach oben bauen. Guck mal, wie weit ich mich da oben bauen kann. Alter, das ist das crazy shit. Alter, das ist crazy. Was denn? Seht ihr mich? Nee, Nee. ich bin in Such mich meiner Bude. mal. Okay. Alter, ist das crazy. Kannst ja mal gucken, wie hoch du kommst. Ich habe nicht so viel Material dabei, glaube ich. Aber doch, warte, hier habe ich noch was. Das muss ich dann gleich alles wieder abbauen. Aber egal. Ah, den Rosengranit will ich jetzt nicht nehmen. Ich habe vor einer halben Stunde eine Pizza gegessen. Und Hab das. schon wieder mega Hunger. Könnte schon wieder eine essen. Aber schade, dass die Aussicht begrenzt ist, ne? Kannst natürlich. Ja, die Sichtweite hast du schon auf Ja, Maximum, ich ne? habe auf extrem, also höher geht Aber nicht. ich glaube, das, was hier extrem ist, ist nicht das richtige Extrem. Du hast da irgendwie eine technische Grenze und Ja. dann geht es nicht weiter. Also du hast vielleicht extrem eingestellt, aber deine tatsächliche Sichtweite ist bei weitem nicht so weit. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich bin fast Aber ich habe ja. so hoch wie der Grabsteinstrahl, Alter. Alter, das nehme ich als Thumbnail hier das. Junge, bin ich hoch! Alter, so ein Ding baue ich auf meinen Turm, dann finde ich den immer wieder. Alter, das mache ich. Und dann springe ich in den Tod von ganz oben. Du kannst ja auch unten ein kleines Planschbecken hinbauen und versuchen, da drin zu Reinzuspringen. landen. Ja. Lass das mal machen. Eine Challenge, Alter. Ja, das machen wir. Machen wir echt Das mal. mach mal nächste Folge. Aber ich Eine würde gerne erst kleine meinen Turm fertig bauen. eine Challenge, Und dann auf dem Turm so ein Ding bauen. wo wir in einen winzigen in ein winziges Planschbecken fallen müssen. Ja. Und wer verloren hat, der ist tot. Oder wer Der tot muss ist, hat vom. verloren. Wir machen die Betten vorher ab und der Verlierer muss dann vom Spawn wieder zurückkommen. Ah, das ist lustig, das ist lustig. Das machen wir auf jeden Fall. Ich sehe da Kann unten natürlich den. sein, dass wir dann auch zu zweit Ja, na klar. Ey, in das Leute, das Loch ist voll müssen. cool unterteilt. Ich sehe so ein Stück Wüste. Dann links neben der Wüste, das ist quasi so geviertelt, wo wir sind, genau zwischen den Biomen. Ja, deswegen So habe ich mir das ein voll viel mit ausge. diesen Tropenhölzern, dann Genau. die Wüste, dann diese Canyons, wo wir drin wohnen. Genau. Und rechts daneben ist noch das Wasser und danach fängt auch so was anderes an. Was ist denn das? Sieht so, weiß ich nicht. Hinter dem Berg Richtung Dorf ist halt so ein Punkt am Fluss, wo wirklich diese vier Biome aufeinandertreffen. So wirklich. Da hast du wirklich alles auf einem Haufen. Das ist voll Und das cool, ey. ist schon sehr cool, um sich Okay. da niederzulassen, weil du halt an verschiedenste Ressourcen rankommst von Anhieb, von Anfang Sag an, ne? mal eine Zeit, wie lange ich brauche, um bis nach unten zu kommen. Von hier, wenn ich mich mit der Axt runterprügel. Ja, die Frage ist, reicht Mit deine deiner Axt Axt. eigentlich noch? Ja, die Axt reicht. Stell dir mal vor, du bist da oben und Die jetzt Axt ist geht dein kaputt. Werkzeug kaputt und du Sag kannst mal eine nichts nachbasteln. Sekundenzahl. Ich sage. 65. 65? Ich Okay. sage 120. 120, okay. Warte, ich fange jetzt bei 30 an. Warte, 1, 2, 1, 0 und los. Oh nein, die Sachen fallen runter. Alter, bin Die ich. kannst du unten alle wieder einsammeln. Ja, aber die fallen ja bis ins Nirvana. Oh nein, wieder eins weg. Nein, wieder eins weg. Ach du Scheiße.
Das Erde oder Gestein oder was ist das? Weichstaub-Bambusblock mache ich gerade kaputt. Ach so, okay. Und jetzt bin ich bei Tropenholz. Ach du Scheiße, es geht immer noch weiter, immer noch weiter. Okay, wir haben 30 Sekunden bis jetzt. Ah, ich schätze mal, was hattest du gesagt? 65, Mosch? Ja. Und Sutek hatte 120. Dann sind es bei 50. Jetzt sind wir bei 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 Sekunden, Alter! Nein! Ja, der cheatet doch eh. Dafür darfst du Sutex Haus komplett zerstören. Gib mir das TNT zurück. Stellt euch mal vor, irgendjemand wird das machen, wird hier so reinkommen und einfach alles, was wir gebaut haben, einfach kaputt machen. Alter, da würde ich. Das wäre bitter. Ja. So, ich fäll mal noch hier so ein, zwei Bäumchen. Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ah, Kacke. So. Oder einen Baum mache ich hier noch und dann ist es ja dunkel. So. Tropenholz, Tropenholz. So, und runter. Warte mal. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade einen Dorfbewohner gehört. Ja, genau dieses Geräusch. Komisch. Okay, nice. So, ich bin unten. Ich krieg die ganze Zeit dieses Kapok-Tuft. Was macht man denn damit? Das ist so ein Teil aus der veganen Option. Da kannst du halt irgendwie ja, Sachen draus machen. Ein Apfel, nice. So, jetzt mache ich mal ein bisschen weiter an meinem Easy Crafting Table. Kakaobohnen, können wir Kakao anpflanzen und Kakao machen? Ja. Ja, kannst du an Tropenbäume ranhängen und dann wächst da ja so Kakao. Aha. Mit Sahne? Die Sahne muss sie ja extra. Ist denn eine eingerahmte Truhe? Mache ich mir mal. Eingerahmtes Schildchen. Eingerahmter Kartenrahmen. Ein eingerahmter Kartenrahmen. Hallo, wow, geil. Okay, ich hänge jetzt überall hier mal so Kakaobohnen dran. Mal gucken, was dann hier passiert. Upgrade Template. So. Nicer Scheiß. Nicer Dicer. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da hinten wohnen wir. Hä? Warte mal, wo ist denn mein Turm? Ach, da links. Ach so, hier bin ich. Okay, so. Dann mache ich doch mal ein paar Tropenholzbretter. As much as I can. Nice. Und jetzt nehme ich meinen Schisselscheisel. Und schissel den. Ein Monokel. Ein Stechzirkel. Und einen Marschkompass. Jawohl. Tür des Zimmermanns. Fliese des Zimmermanns. Ein Hammer des Zimmermanns. So, ich ernte mal hier das Feld ab, damit da hier mal wieder neu wachsen kann. Vielleicht kann man mit der Sense besser ernten. Dass man mehr Ertrag bekommt. Cool, ich hab Kiwis. Gut, jetzt lassen wir erstmal hier das Ding. Ich muss dringend den ersten Stock fertig kriegen. Ach, das war ja schon. Hä? Wo bin ich? Ah, so. Damit ich hier die Kisten reinbauen kann. Damit die unten rauskommen und ich dann erstmal anfangen kann zu sortieren. Nicer Scheiß. So. Was wollte ich denn jetzt mit der Decke machen? Ich wollte die irgendwie mal hier umscheißeln oder so.
Weiß jemand, wie ein Churn funktioniert? Hören. Churn, kannst du dir das mal ansehen hier? Kennst du das? Höhe bisher noch nicht. Das finden wir schon noch heraus. Was ist denn Churn? Beim Schirm. Ja, das sieht aus wie so ein Fass mit einem Deckel drauf. Und da kannst du irgendwie zwei Sachen reintun und dann entsteht hier noch irgendwas anderes. Aber Ah, was, fuck. weiß ich noch nicht. Mann, ich habe das Falsche eingepflanzt. Damn. Damn. So. Denke ähnlich wie ein Ofen. Meinst du? Ja. Mal mit Kohle versuchen. Oh, die Folge ist schon wieder rum, Leute. Sollen wir das in der nächsten Folge mal machen mit diesem darunter springen? Wir machen, ja. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn mal was Lustiges für zwischendurch nach der ganzen Brauerei hier. Ich mache gerade noch hier die Decke fertig, Moment. Ich überziehe die Folge einfach mal. So, gut, also in der nächsten Folge bauen wir einen riesengroßen Turm und ein kleines Wasserbecken. Ist so die Frage, wie kommen wir denn den Turm dann hoch? Müssen wir uns alle drei gleichzeitig hochbauen? Oder sollen Ja. wir drei Türme bauen und springen alle gleichzeitig ins Wasserbecken? Das fände ich am lustigsten, oder? Weil, Ja. ja, ich würde Ja, es. alle in dasselbe, ne? Ja, genau. Da müssen wir uns erstmal ein kleines Wasserbecken bauen. Ja, das Oder wir nehmen machen wir eins gleich vorhandenes. in der Wüste. Oder obwohl, nee, in der Wüste ist ein bisschen blöd. Können wir doch hier in der Wüste machen. Ja, Da haben wir doch, dann Platz. machen wir in der Wüste, dann stellen wir die Blöcke so ein bisschen eng zusammen und dann bauen wir uns komplett hoch. Müssen wir dann halt gucken, dass wir uns alle gleich hochbauen und dann sagen, zählen wir einfach an oder wir springen alle auf ein Kommando in das Becken und wer dann halt tot ist, der hat Pech. Aber müssen wir vorher die Betten halt abbauen. So, ich habe gearbeitet hier. Ach, das ist lustig. Hier habe ich eine Truhe. Die nennt sich eingerahmte Truhe. Die hat so, die ist halt ein bisschen käfigmäßiger. Da kannst du sehen, was drin ist. Okay. Also zumindest den ersten Gegenstand. Aha, cool. Ein Fuck. Möbeleinrahmer. Ich muss scheißeln hier. Tropenholz, Bretter, Maschendrahtzaun. Was denn hier? Wo sind denn die jetzt hin? Ich habe gerade was gecheiselt und das ist nicht angekommen. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen? Rosenkranit? Jungle Wood? What the fuck? Jetzt hab ich's. Ach ne, das waren die falschen. Moment. Warte. Die hier wollte ich. Okay, ich hab sie. Alles klar, so. Bin gleich fertig. Oh, ich hab wieder falsch gemacht. Gesundheit. Gesundheit. Jo, danke. Okay, so. Also. Nice, okay. Nicer. Mein Truhenraum ist fertig. Oh, das wird schön. Hier werden ganz viele Truhen stehen hier auf der Wand und überall. Nicer Scheiße. So, ich komme jetzt mal runter. Und ja, ich würde mich dann erstmal fürs Zuschauen bedanken. Wir machen dann die Folge jetzt erstmal fertig und in der nächsten Folge bauen wir dann den Turm und machen mal einfach die Turmspring-Challenge. Die TV Total Turmspring-Challenge oder wie das auch immer heißt. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, stay pam, tschüss. Tschüss. Oh.
Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.